herzlich willkommen zu meiner kleinen Hoteltour. Ich bin euer Avenger und ich zeige euch jetzt mal, wo ich meinen Urlaub gemacht habe. Also viel Spaß bei der Tour. Also wie man hier jetzt schon sehen kann, das ist der kleine Spielplatz, sag ich jetzt mal. Da waren die ganzen kleinen Kinder untergebracht, das ist ja ein Familienhotel, ist ja logisch. Und da haben die Kindergärtnerinnen, die sorgen jeden Tag für das Wohlbefinden der kleinen Kinder. Da ist auch eine Katze. Ah, hier drüben ist schon der Tennisplatz, also hier gibt es auch viele verschiedene Freizeitangebote, wie zum Beispiel Tennis, Fußball, Tischtennis, Minigolf, aber da kommen wir gleich dazu. So wie man hier schon sehen kann, das ist das kleine Fußballfeld. Hier habe ich mit den ganzen, also mit den Animateuren und den ganzen Kindern, habe ich hier jeden Tag Fußball gespielt. Kaum zu glauben, aber ich habe es gemacht. Mega cool auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch noch ein paar andere Sachen. Die sind aber lange nicht alles, ne? Zeige ich euch kurz. Die haben ja auch Bogenschießen und Luftgewehrballern. Und ich dazu sagen muss, ey, alter Schwede, das Luftgewehr hat einen Abzug, da kannst du dir echt den Finger dabei brechen. Ich war mega schlecht. Auf jeden Fall, hier ist das Schießfeld. Logischerweise, hier hinten ist die kleine Scheibe. Eigentlich. Ich meinte das jetzt zum Umklappen. Na? Also auf jeden Fall, da hat er immer so einen kleinen Ball drauf gelegt. Oder hinten, da klebt halt die Scheibe dran. Normalerweise. Das für Bogenschießen ist ja völlig logisch. Meter Entfernung etc. So viel zum Schießplatz. Ich würde mal sagen, wir laufen jetzt einfach mal weiter in Richtung Pool. Die Bar kann ich euch leider nicht zeigen, die ist noch nicht offen. Die öffnet sich erst um 10.30 Uhr, das Ganze. Also wie schon gesagt, da werden wir ein Problem kriegen, nicht? Wir haben 7.20 Uhr in der Früh. Ich glaube, hier ist noch gar keiner wach, außer das Personal, ist ja logisch. Und ja, ich denke mal vom Speisesaal und so weiter, da werde ich einzelne Fotos nochmal machen und werde ich dann einfach nochmal einblenden, nicht? Wie schon gesagt, so eine Vlog-Tour ist nicht möglich, weil es ist meiner Familie ziemlich unangenehm und das möchte ich dann auch nicht machen. Nee, ist ja völlig logisch. So, jetzt gehen wir mal kurz durch die Allee. Ist das nicht ein Traum? Mensch. Scheiß auf Karibik oder irgendwas. Also hier hast du wirklich alles. Palme, Strand, Meer, Freizeitangebote und. Billardtisch. Das ist so die Poolanlage. Schon gesagt, cool, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich war in Spanien schon in vielen Pools gewesen.
Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, in den anderen waren so viel Chlor drin, du bist fast verreckt, Alter. Aber hier ist wirklich absolut in Ordnung. So, hier ist mir die Strandbar, ne? Hier sitzen alle. Good morning! So, wie schon gesagt, das hier ist die Strandbar, die eigentlich noch geschlossen hat. Da werde ich dann separate Fotos einfach mal mit einblenden, denke ich. Ne? Sieht man jetzt nicht allzu viel. Aber wie schon gesagt, kriegen wir noch hin. Jetzt sind wir schon fast schon fertig. Vorne ist dann die Rezeption. Da kommen wir aber gleich dazu. Ist noch nicht so ganz. Also wir sind ja noch nicht fertig, ne? Was wir hier jetzt noch haben gleich, ist sensationell. Da wir in einem Familienhotel sind, gibt es natürlich auch eine, ja, sag ich jetzt mal, eine Show für unsere kleinen Kinder. Nicht? Das Ganze findet hier statt. Hinter der roten Garage hinten, da ist eine riesen Bühne aufgebaut. Und die machen dann ab mittags mit den Kindern, machen die so ein Programm. Die studieren mit denen was ein und dann wird das abends den Eltern vorgeführt. Haben meine Kinder natürlich nicht mitgemacht. Nee, ist ja klar, sind viel zu groß. Aber im Großen und Ganzen, wer Kinder hat, hundertprozentig. Also hier würde ich jederzeit wieder hinfahren. Sensationell. So, jetzt sind wir schon beim Golfplatz. Das ist ja eigentlich schon der letzte Teil des Hotels mit. Bis auf die Rezeption, das machen wir aber gleich. So. Von Bahn 1 bis Bahn 10 ist nicht viel, aber dafür, dass es alles umsonst ist hier, was du machen kannst, finde ich es eigentlich in Ordnung. Hier ist so eine Boccia-Fläche, sag ich jetzt mal, mit ein bisschen Kies und Sand, dass der Ball auch stecken bleibt. Das ist ja völlig logisch. Also wie schon gesagt, im Großen und Ganzen schönes Ding. So, da oben ist der Speisesaal. Ich weiß nicht, ob wir rein können. Ich gucke mal gerade. Vielleicht können wir ja mal ganz, ganz kurz da rein schnuppern. Wenn das Küchenpersonal nichts dagegen hat. Aber wie schon gesagt, wenn da so viele Leute drin sind, brauche ich nicht filmen. Das ist blöd. Man weiß auch immer nicht, wollen das die Leute überhaupt? Mal gucken. War klar. Ist zu. Auf jeden Fall, vielleicht mache ich noch ein paar Fotos nachher und blende die einfach später mit ein. Nur so sitzt man auf jeden Fall. Ne? Sieht zwar ein bisschen aus wie Hühner auf der Stange, aber wie schon gesagt, ne? Die ganzen Show-Attraktionen und so weiter und so fort. Facebook ist natürlich auch in Spanien vorhanden. Sensationell, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich meinen Morgensport natürlich auch schon fast gemacht. Auf jeden Fall mega cool. Jetzt habe ich dann natürlich noch das Hotel von vorne. Die Rezeption. Wir sind jetzt von meinem Zimmer ausgegangen. Ich muss das relativ früh machen, weil da ist ja keiner unterwegs. Wo ich nach Rechte fragen, ob ich es mit reinnehmen darf oder nicht. No. Wie schon gesagt, kommen wir zur Rezeption und dann sind wir schon fertig. Nee. Good morning. So, da sind wir auch schon vor dem Schild. Hier ist ein bisschen laut, hier ist die Hauptstraße. No? Wir sind hier, wie schon gesagt, in Sacoma de Mallorca, Torre Blanca Hotel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, ob ihr auch in das Hotel fahren würdet oder nicht. Und ja,
wir sehen uns beim nächsten Mal. Also haut rein, bleibt anständig und bis dann. Servus, alter Schwede.